So, damit herzlich willkommen zurück zum neuen Video, zum neuen Motorvlog. Ihr seht, wir sind frisch aus Kroatien wieder zu Hause, sind jetzt wieder in Berlin und ich musste gerade mein Motorrad direkt mal wieder abgeben bei Yamaha, weil es endlich eine frische Inspektion mal wieder kriegt. Hat jetzt 30.000 Kilometer runter und jetzt sehe ich erstmal meine Maschine nicht wieder für die nächsten Tage und muss daher jetzt gerade Steve seine fahren. Er hat sie extra für mich jetzt drosseln lassen, richtig korrekt, danke dafür. Bis ich zu Hause bin, dauert jetzt erstmal eine Weile. Und dadurch darf ich jetzt Steve seine fahren. Steve ist hinter mir im Auto da, bei Finny, weil Finny ihn jetzt nach Hause fährt. Ja, es gab ein kleines Problem bei der Rückfahrt. Ich konnte euch da nicht wirklich mehr mitnehmen, weil ich auch einfach wirklich... weil ich auch einfach wirklich zu K.O. war, um noch irgendwas zu filmen oder irgendwie sinnvoll euch da zu begleiten. Es war wirklich so anstrengend, die Rückfahrt. Wir haben über 16 Stunden mit Packen und Einladen und... Oh, und Einladen und verbracht. Am gleichen Morgen der Rückfahrt, genau am gleichen Morgen, der letzte Tag in Kroatien, bin ich Pfandflaschen wegbringen mit Nemo. Und ich kriege einen Anruf von Steve. Und am Telefon wird mir von Steve gesagt, wow, wir haben ein Problem. Und ich so, nein, was ist los, der letzte Tag. Und dann sagt Steve mir, Bruder, Julian hat sich höchstwahrscheinlich den Zeh gebrochen. Das kann nicht sein, am letzten Tag beim Brötchen holen bricht er sich den Zeh und vor allem wie. Julian ist dann nach Hause gekommen mit Steve und als sie angekommen sind, habe ich direkt die Kamera angeworfen, um die Situation festzuhalten. Auch wenn ich eigentlich kein Video daraus machen will, will ich euch das heute noch zeigen, weil es wirklich eine scheiß dramatische scheiß Situation war, Digga. Der hat sich einfach da den Zeh gebrochen. Hier mal der Clip. Wir waren jetzt gerade Pfandflaschen wegbringen, sind aufgestanden, haben hier schon ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen gepackt. Hier wird aber noch fertig gepackt. Und eigentlich wollten wir heute noch fahren, aber wir werden es wahrscheinlich zeitlich nicht mehr schaffen. Und dann sind wir Pfandflaschen wegbringen, kriegen einen Anruf von Steve. Wieder diesen Horroranruf, wie er immer ist. Steve am Telefon. Leute, Juju hat sich den Zeh gebrochen, höchstwahrscheinlich. Was? Die müssen Stein gegen den Zeh geflogen. Komm, zeig dein Zeh, pack ihn aus. Setz dich mal hin, bitte. Setz dich hin. Ich hatte schon mal einen großen gebrochenen Zeh. Setz dich mal hin. Oh mein Gott. Boah, kann aber auch sein, dass es ein Nagelbett ist. Hat Steve schon abgetastet? Nee, macht er. Du machst es nicht. Nee, ich mach's nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber wenn Steve sagt, er ist gebrochen, verspreche ich, Steve kann es. Ja, gebrochener Zeh ist wirklich pro. Also, aber so eine Sache kann passieren, großer. Ja, ja. Also, ich will was sagen: gebrochener Zeh, 6 Wochen kein Fahren. Viel Spaß. Ich fahre. Du wirst mit dem Verband da drum nicht fahren wollen. Vertrau mir mal. Das pochert. Warte mal, großer. Wir machen hier erstmal ein Kühlpad fertig jetzt hier. Kühlpad für Juju. Und ich habe auch immer Auge gelegt, ich Hurensohn. Hier, großer, nimm das, halt es an deinen Zeh. Halt es hier mit der Seite an. Nee, alles gut, ich drück mich. Tut weh, ja, so? Tut dann ist er so gebrochen. Ich würde dir das so gebrochen. Mann, Anna, du musst fahren. Ich fahr mit dir, Anna. Nee, ich will mich hinlegen. Anna geht durch den anderen Tag. Ich will mich legen. Mann, Bro, warum bricht du den Zeh denn jetzt? Mann, so, das ist so schwierig. Das ist so schwach. Nee, ich hab mein Zeh rausgehalten auf die Fahrbahn gehalten. Ich werde richtig schön in meinen YouTube-Titel schreiben. Letzter Tag Unfall. Wegen dem Stein, der geflogen ist. Digga, der war so dick. Ich schwöre. Aber wie ist der geflogen? Ich weiß, ich wollte Schein tun und dann kam dieser Stein. Und der hat sich angefühlt, der tut meinen Fuß abreißen. Ich habe mich gefühlt wie du. Ich habe genauso geschrieben wie du. Ja, ja, es tut weh, oder? Es tut es weh. Dankeschön. So, Jungs, ah! Mir wird immer gesagt, da muss man nicht so schreiben bei so einem Unfall. Doch, ein gebrochener Zeh tut verdammt weh. Aber ich bin ja noch gelaufen kurz. Bist du noch gelaufen? Ja, ich hab mich auch gelaufen. Ja, ja, vor Adrenalin erstmal so und dann so. Ihr müsst euch vorstellen, am letzten Tag wollte er einfach Brötchen holen fahren. Ist dann ohne Schutzschuhe, das muss man sagen. Das ist halt dumm gewesen, ja. Weiß er selber, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ohne Schutzschuhe losgefahren. Und dann hat Steve vor ihm einen Stein hochgewirbelt und der ist ihm gegen den großen Zeh gestoßen. Und daraufhin ist sein kompletter großer Zeh blau angelaufen. Er konnte kaum noch laufen und musste dann sogar oder wollte sogar den Transporter noch mit nach Hause fahren. Wir mussten die Motorräder noch einladen und bei ihm auch ausladen. Bedeutet eine super, super, super beschissene Gesamtsituation. Hier ist nochmal Per aus dem Schnitt. Wir hatten ja in dem Urlaub generell nicht so viel Glück. Wenn ihr euch vorstellt, am ersten Tag fliegt einem die Bremse raus, der fliegt nach Hause. Am vorletzten Tag fliegt einem die Kupplung weg und er konnte dann die letzten 2 Tage im Prinzip gar nicht mehr fahren. Und am letzten Tag bricht der dritten Person der Zeh. Also alles in allem Glück gehabt, dass alle leben. Trotz dessen ist es echt nicht so das, was man sich vorstellt unter Urlaub war. Es ist jetzt zum Glück seit dem Zurückkommen aus Kroatien schon wieder einiges an Zeit vergangen. Und ich kann zum Glück sagen, auch wenn wir dachten, dass er sich den Zeh gebrochen hat. Und was ist denn das hier bei dieser Maschine? So, auch wenn wir dachten, dass er sich den Zeh gebrochen hat. Es ist zum Glück
nicht so gewesen. Wir haben zuerst gedacht, er konnte auch wirklich nicht laufen. Er konnte, hat auch die ganze Zeit Schmerzen gehabt, alles. Aber als wir zu Hause waren, hat er das ganze Ding hochgelegt, gekühlt und Co. Und wirklich nur der Zeh ist blau gewesen, komplett blau. Und wahrscheinlich fällt sein Zehennagel jetzt ab. Aber gebrochen im Nachhinein gesehen war er nicht. Aber wir waren uns alle so sicher, dass er gebrochen war. Die ganze Zuhausefahrt waren wir sicher. Der fährt erstmal nicht, der ist raus. Aber zum Glück war es am Ende doch nicht so schlimm. Trotzdem, ihr müsst euch vorstellen, am letzten Tag, Digga, der Urlaub war ja an sich echt schön. Die Videos könnt ihr gerne alle nochmal rewatchen. Das ist wirklich eine wundervolle Serie gewesen auch. Und dann bricht er sich am letzten Tag den Zeh oder zumindest denkt man das. Und als ich diesen Anruf bekommen habe, das ist wirklich schade, dass die Kamera eigentlich 24/7 läuft, also nicht dauerhaft, weil dieser Moment wieder, als wir standen einfach bei Rewe und irgendwie ist es dann wie von jetzt auf gleich, wie in einem Film. Ich kann das nicht beschreiben, als würde der Kopf da nicht mitkommen, weil von jetzt auf gleich schaltet dein Kopf um, wenn dieser Anruf kommt und du weißt, Bruder, dieser Anruf, der jetzt hier kommt, der kommt nicht einfach so, sondern der kommt mit Grund. Und dann ist jemand am Telefon und sagt dir wieder, Per, hier ist was passiert. Ist ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Leute, die meinen Kanal verfolgen werden, wissen, ich bin schon bei zahlreichen Unfällen dabei gewesen. Ich habe wirklich schon viel gesehen, selber schon einen gehabt. Ich habe schon, ich glaube, 3 oder 4 Unfälle auf Kamera gehabt direkt und war bei 3 oder 4 noch mit involviert, beziehungsweise dabei involviert, jetzt direkt nicht. Ich weiß wirklich, wie dieses Gefühl ist und vertraut mir, wenn ich sage, es ist wirklich alles andere als schön. Und dann kriegst du diesen Anruf und denkst so, oh nein. Und dann geht alles los wie in einem Film. Dann sagt dir am Telefon jemand, Per, es ist was passiert. Und du denkst dir wieder, oh nein. Und dann gehst du direkt alle Möglichkeiten im Kopf los. Was kann passiert sein? Wie reagierst du jetzt? Wie reagierst du am smartesten? Wo musst du drüber nachdenken? Was machst du? All die Sachen kommen dann da plötzlich auf dich zu. Und das war wirklich geisteskrank. Ich bin trotzdem froh, dass es Julian jetzt so gut geht. Und dass es kein gebrochener Zeh ist, wie wir erwartet haben, sondern halt nur in Anführungszeichen sein Zehennagel abfällt. Ist vielleicht auch eine Lehre, dass man mit Schutzschuhen in den nächsten Malen fährt, wo wir fahren. Aber ja, das war so das Ende von Kroatien, das war das Ende der Serie und ab jetzt sind wir wieder fest in Berlin. Bedeutet, ihr könnt euch ab jetzt wieder auf richtig krasse Videos aus Kroatien einstellen. Ich freue mich darauf, euch wieder aus Berlin geile Videos und geilen Content bringen zu können. Und dann würde ich sagen, ist es hier schon das Ende mit dem kurzen Video. Ich wollte euch das einfach nur erzählen, um die Geschichte so ein bisschen zu vervollständigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder um 13 Uhr. Da droppt nämlich was sehr Cooles. Da droppt auch eine extrem coole Aktion mit einem Partner, wo ich mich freue, euch die vorzustellen. Das werdet ihr aber dann sehen. Bis Sonntag. Danke für euer Zuschauen, danke für euren Support. Lasst ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen.